Ex von Armie Hammer behauptet, er wollte mich grillen und essen. Ist Schauspieler Armie Hammer ein Kannibale? Seit Sonntag tauchen immer wieder neue Hinweise auf. Nun bekräftigt seine Ex Courtney Vucekovic die Vorwürfe. Los Angeles, ist Schauspieler Armie Hammer, 34, Call Me By Your Name, wirklich ein Kannibale? Seit Sonntag tauchen immer wieder neue Hinweise im Netz auf, die dafür sprechen. Nun bekräftigt seine Ex-Freundin Courtney Vucekovic, 30, die Vorwürfe. Im Interview mit Page Six berichtet die Unternehmerin über ihre Liaison mit dem Hollywood-Star, die zwar nur von Juni bis August 2020 ging, aber ihre Spuren bei der 30-Jährigen hinterließ. Er sagte mir, er will mir meine Rippen brechen, grillen und essen, erklärt Vucekovic und fügt dann hinzu, er sagte, ich will dich beißen. Wenn ich einen kleinen Schnitt an der Hand hatte, mochte er es daran zu saugen und zu lecken. Seit vergangenem Sonntag geistern zahlreiche Screenshots durchs Internet, auf denen der 34-Jährige in privaten Nachrichten schrieb, dass er zu 100% Kannibale sei. Vucekovic kann zwar nicht sagen, ob die Zeilen wirklich von ihrem Verflossenen stammen. Überraschen würde es sie aber nicht, er mag es, Haut zwischen seinen Zähnen zu haben. In der kurzen Beziehung der beiden fiel der Schauspieler nicht nur durch derart schräge Äußerungen auf. Courtney Vucekovic behauptet, Armie Hammer habe sie manipuliert und ausgenutzt. Er habe sie in der gemeinsamen Zeit manipuliert und ausgenutzt, sagt die App-Gründerin, er saugt all das Gute aus dir, was du noch hast. Das hat er mir angetan. Ich gab und gab und gab, bis es weh tat. Zudem soll Hammer ständig unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben, was ihr Angst eingejagt habe, am Ende macht man Sachen, die man vorher nie wollte, auch sexuelle Dinge. Zeitweise seien beide wochenlang 24 Stunden am Tag zusammen gewesen, wenn sie es nicht waren, wurde die 30-Jährige mit Hunderten von Nachrichten bombardiert. Auch finanziell habe der Darsteller seine Ex ausgenutzt. Sie sollte alles für ihn bezahlen, denn er behauptete, pleite zu sein. Nach einem großen Streit hätte Hammer sie dann verlassen. Danach litt Vucekovic unter Panikattacken. Um die Erlebnisse mit dem Hollywood-Star zu verarbeiten, musste sie sich in Therapie begeben.